Wie cool wäre es, zu Hause mit Fischen zu schwimmen? Mit Steuerung Shift und C aktivieren wir zuerst mal das Cheat-Fenster und geben dann den BB Move Objects on Cheat ein. Dann holen wir uns ein Aquarium und schrumpfen das Ganze dann mit dieser Taste. Da holen wir uns am besten noch ein zweites und ein drittes. Dann kaufen wir Fische. Einen Goldfisch, einen exotischen Goldfisch. Kauft so viele Fische, wie ihr wollt. Und als nächstes bauen wir einen Pool. Platzieren ringsherum Fenster und packen die Aquarien da rein. Damit man die Aquarien jetzt aber nicht sieht, werden wir die mit Deko verdecken. Zum Beispiel mit einem Stein. Und da können eure Sims jetzt natürlich drin schwimmen. Aber